Und jetzt sprechen wir über die Konjunktur in den USA, in Europa und auch in Deutschland. Ich begrüße Stefan Schilbe, Chefvolkswirt der HSBC. Herr Schilbe, in dieser Woche gibt es eine ganze Reihe von Konjunkturdaten, unter anderem Arbeitsmarktbericht, den ISM-Einkaufsmanager-Index, Dienstleistungssektor, die BIP-Daten. Wie schätzen Sie die US-Konjunktur ein? Also die Datenlage wird sicherlich noch sehr heterogen sein. Bei den Stimmungsindikatoren wie dem Einkaufsmanager-Index für das Dienstleistungsgewerbe rechnen wir mit relativ stabilen Zahlen, genauso für das Konsumentenvertrauen auf den insgesamt etwas niedrigeren Werten, die wir schon im Vormonat gesehen haben. Wo sich der Shutdown in den Vereinigten Staaten am ehesten bemerkbar machen wird, ist der Arbeitsmarktbericht. Dort wird die Zahl der neu geschaffenen Stellen relativ unbefriedigend ausfallen nach unserer Einschätzung, nämlich nur bei einem Plus von 120.000 Stellen. Und das ist vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass auch die Arbeitslosenquote damit möglicherweise auf 7,3% ansteigt, etwas problematisch. Und wird es der Fed sicherlich auch schwieriger machen, diesen Tapering-Prozess, also den Ausstieg aus dem Kaufprogramm für Staatsanleihen und hypothekgesicherte Wertpapiere in Kürze umzusetzen? Sie haben gesagt, das in Kürze umzusetzen. Das heißt, auf lange Sicht muss das ja irgendwann kommen. Hat man in Ihrem Haus da irgendwo einen Zeitplan, an dem man die Federal Reserve messen könnte? Also es gibt eine 50-50-Chance, dass wenn die Daten jetzt nicht deutlich einknicken, was die Sentimentindikatoren angeht und wir vom Arbeitsmarkt keine böse Überraschung erleben, dass dann im Dezember schon noch der Ausstieg beginnen kann. Ansonsten setzen wir auf das erste Quartal. Das erste Quartal 2014, Tapering Beginn in den USA. Schauen wir auf die Geldpolitik der EZB. Die Inflationsraten haben sich ja zuletzt überraschend abgeschwächt. Verlassen wir da jetzt schon die Komfortzone der EZB? Ja, mit 0,7% ist man natürlich deutlich unterhalb des Inflationsziels, was sich die EZB selber gesetzt hat, mit unter, aber nahe 2%. Nun muss man sicherlich nicht nur auf die Monatsdaten schauen, sondern vor allen Dingen auf die Inflationserwartungen. Die halten sich insgesamt noch relativ stabil. Aber man kann nicht verkennen, dass das sicherlich aus Sicht der Europäischen Zentralbank unbefriedigend ist, insbesondere wenn man es einbettet in die konjunkturelle Situation, wo die Frühindikatoren zuletzt leicht enttäuscht haben und gleichzeitig auch die Arbeitslosenquote noch mal etwas nach oben revidiert worden sind. Also von daher ist das schon eine sehr intensive Diskussion, die wahrscheinlich im EZB-Gremium geführt wird über eine Leitzinssenkung. Wir glauben aber, dass es noch nicht in diesem Monat passiert, sondern erst in einem der nächsten Monate dann ausgeliefert wird. Also die EZB wird in absehbarer Zeit wieder an der Zinsschraube drehen. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Konjunktur hierzulande in Deutschland. Da gibt es am Mittwoch zum Beispiel die Auftragseingänge, Donnerstag Daten zur Industrieproduktion. Die Konjunktur hierzulande hat ja doch irgendwo ein bisschen eine Dynamik entwickelt. Geht es mit der Dynamik jetzt aufwärts? Geht es jetzt vielleicht noch schneller? Noch schneller, als es im zweiten Quartal passiert ist, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Dort hatten wir vor allen Dingen Erholungseffekte nach einem sehr kalten Winter. Das hat sich ja dann in einem Wachstum im Bruttoinlandsprodukt von 0,7% niedergeschlagen. Das Tempo ist nicht aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig glauben wir aber schon, dass von den realwirtschaftlichen Daten, also von den Auftragseingängen und auch von der Industrieproduktion im September leichte Besserungseffekte eingesetzt haben, mit einem Plus von jeweils 0,4%. Gleichzeitig ist das aber schon eine Dynamik verlangsamt. Insgesamt spricht vieles dafür, dass die deutsche Volkswirtschaft in diesem Jahr mit 0,6% wächst, im nächsten Jahr dann sogar mit 1,7%, weil die Unternehmen doch einen Investitionsstau haben, aus der Eurokrise resultieren, und dieser Investitionsstau sollte sich so sukzessive lösen. Stefan Schilbe von der HSBC, Dankeschön für Ihre Einschätzung und einen guten Tag. Sehr gerne, Ihnen auch. Die BayWa denkt über eine Erhöhung der Dividende nach. Das sagte der Vorstandsvorsitzende des Konzerns Klaus-Josef Lutz der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Wir gucken